folgende Bericht wird Ihnen präsentiert von der Raiffeisenbank Hergiswil. Hergiswil, ein Dorf am Napf, das für Aufsehen sorgt. Mit herausragenden Leistungen von Personen und Vereinen. Sei es im Sport, in der Kultur oder gesellschaftlich. Leistungen, die verdienen, dass man mit einem speziellen Anlass darauf hinweist und sie gebührend würdigt. Der Ehrungsanlass Hergiswil 2016 wartet mit erstaunlichem auf. Da auf deinem Sender für unsere Region Telenapf, Telezentralschweiz, könnt ihr das sehen. Es begrüßt der Gemeindepräsident Urs Kiener. Liebe Hergiswilerinnen und Hergiswiler, werte Personen, die heute geehrt werden, werte Gäste, liebe Kinder und Jugendliche, werte Vertreter der Presse, werte Jurymitglieder, liebe Musikkameradinnen und Musikkameraden, ich möchte euch herzlich danken für die musikalische Eröffnung des heutigen Ehrungsanlasses. Die Musikgesellschaft Hergiswil steht unter der Direktion des Remo Freiburghaus. Der Hand hinter Philipp Taylor im Einsatz. Er ist Vizedirigent. Präsident der Musik ist der Stefan Bucher. Im Namen des Gemeinderats, vom Gemeindeschreiber und der ganzen Bevölkerung darf ich euch alle zum Ehrungsanlass für außerordentliche Leistungen in Sport und Kultur herzlich willkommen heißen. Mit grosser Freude und Stolz dürfen wir wiederum eine grosse Anzahl Ehrungen, Spezialehrungen vornehmen. Sei das als Einzelpersonen, Gruppen, Vereine, Mannschaften oder Ehrungen auf der kulturellen Ebene. Eure grossartigen Leistungen beeindrucken uns sehr und verdienen höheren Respekt und Anerkennung. Zudem mache ich dir, unser Dorf Hergiswil, für die ganze Region Werbung in alle Himmelsrichtungen über Gemeinde, Kantons- oder sogar die Schweizer Grenze raus. Eure überragenden Leistungen werden auch mit viel Achtung und Sympathie zur Kenntnis genommen und gefeiert. Um solche Höchstleistungen wie dir zu können zerbringen, braucht es Zusammenspiel verschiedener, vieler Faktoren, die wie in einem Puzzle zusammenpassen müssen. So etwa gute Gesundheit, körperliche Fitness, ein gutes Umfeld, gute Kameradschaft, mentale Stärke, gute Leiter, Trainer, Dirigenten und Betreuer, treue Fans, gezieltes Training, Wettkampfglück am Tag X und viel, viel mehr. Dabei darf man nicht vergessen, dass die höchsten und besten Leistungen und das Niveau von Jahr zu Jahr gesteigert und verbessert werden. Die Trauben vom Erfolg hängen immer höher. So möchten wir auch alle Ehren und den verdienten Dank aussprechen, die im vergangenen Jahr 2015 nicht auf dem Podest gestanden sind. Es können nicht alle vorderste Plätze und Klassierungen erreichen. Auch diejenigen, die im letzten Jahr nicht in die Medaillenränge vorgestossen sind, verdienen für ihre Leistungen hohen Respekt, Anerkennung und einen grossen Dank. Mit eurem Engagement sind ihr ein wichtiger Bestandteil unserer Gesellschaft. Das möchte ich dick unterstreichen. Die aktive Teilnahme an einem Wettkampf oder an einem Anlass kann zudem eine grosse persönliche und gegenseitige Bereicherung sein.
für eure grossartigen Leistungen im Sport, im Breitensport oder auf kultureller Ebene möchten wir euch allen danken und gratulieren. Ein grosser Dank gehört auch denjenigen, die für den heutigen Ehrungsanlass verantwortlich sind und schon grosse Vorarbeit geleistet haben. Im Speziellen alle Mitglieder der Jury, ich lese sie rasch in alphabetischer Form reihenfolge ab. Weingeröttin Renat Ambühl, der Präsident der Musikgesellschaft Stefan Bucher, Sozialforscherin Tanja Christen, der Schulverwalter Markus Kunz, Präsidentin vom Sportverein Marie-Therese Rupp, der Präsident vom Jodelclub Benzian, der Roland Schmid, der Präsident von der Hornhauser Gesellschaft, der Josef Schneider und unser Schulleiter, der Peter Schwegler. Danken möchten wir auch allen Helferinnen und Helfern, besonders den Napfbäcker, die die Festwirtschaft führen. Auch möchte ich danken dem gesamten Gemeinderat von Erbiswil, insbesondere dem Gemeinschreiber Matthias Kunz, für die Koordination vom hinnächtigen Anlass. Er trägt viel dabei, dass der Anlass bei 100% überzogen hinnächtig gelingen. Ich möchte auch danken dem Moderator Markus Kunz. Herzlichen Dank allen für eure grosse Arbeit. Gerne möchte ich noch drei Ereignisse. Ich bin mir bewusst, unter vielen Ereignissen vom Jahr 2015 möchte ich gerne in Erinnerung rufen, die uns alle, auch mich, bewegt, beflügelt und gefreut hat. So zum Beispiel Schweiz bewegt. Vom 2. bis 8. Mai haben sich Gemeinden aus der ganzen Schweiz beim Coop-Gemeinsduell Schweiz bewegt beteiligt. Herbiswil am See ist im friedlichen Duell und Wettstreit gegen Herbiswil am Napf antreten. Wie könnte es auch anders sein? Herbiswil am Napf hat das Duell auch groß gewonnen. Als Höhepunkt hat Herbiswil am Napf den ersten Rang beim Gemeindepreis der nationalen Partner aus allen 170 teilnehmenden Gemeinden bekommen. Der erste Rang für das attraktive und originelle Konzept und das sehr grosse Engagement. Herzlichen Dank und Gratulation. Ein grosser Dank an Luca und allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern von jung bis ein bisschen älter. Stellvertretend für alle Teilnehmer möchte ich jetzt gerade die Musikgesellschaft Herbiswil erwähnen. Ich möchte Ihnen danken für die gesammelte Punkte auf der Marschmusikstrecke vom Dorf bis ins Opfersee. Am 16. August hat der beliebte Jubiläums-Bike-Marathon stattgefunden. Abgesehen vom Wetter war der 10. Bike-Marathon absolut jubiläumswürdig gewesen. So kann mit den über 120 Helferinnen und Helfern haben wiederum grossartige Arbeit geleistet. Herzlichen Dank, speziell auch dem Präsidenten Urs Christen. Der Bike-Marathon ist ein Erlebnis für Einzelsportler oder für die ganze Familie. Perfekt organisiert in einer wunderbaren, gepflegten Landschaft inmitten von vielen Bergiswiler. Wir wünschen den Napfbikerinnen und Biker weiterhin viel Glück und Erfolg, vor allem gutes Wetter beim Bike-Marathon 2016. Das dritte Ereignis, das ist eine spannende Begegnung zwischen einer jungen Persönlichkeit und mir. Und zwar mit einem grossen, noch kleinen Fan von der Ringerige Herbiswil. Wir alle wissen, der Ringerige Herbiswil hat viele und treue Fans. Stellvertretend für alle Fans möchte ich jetzt Linda Wermeringer um schon Aussagen machen zu uns auf die Bühne bitten.
vielleicht gerade noch ein bisschen mehr. Gut. Die Linda Wemmerling besucht die 6. Klasse im Schulhaus Sagomat. Ich muss jetzt vielleicht euch erklären, warum was die Linda für mich so ein grosser Fan geworden ist. Ich habe das Hund noch erlebt. Sie ist in der Pause vom Ringermatch mit dem Vater gekommen. Nehmen an, hat jemand einen Zwiebelränker wollen, für etwas zu trinken. Und ihre Augen, ich kann das fast nicht erklären, die haben glitzert und geleuchtet. Die Faszination von ihr hat fast keine Grenzen gekannt. Freudestrahlend hat sie immer wieder gesagt, wir gewinnen heute, wir gewinnen heute, wir gewinnen heute. Und das hat mich so beeindruckt, ein solches Mädchen, ein flottes Mädchen natürlich, und so ein Engagement an den Tag gelegt hat, das hat mich wirklich fast auf den Stuhl abgeholt. Wenn ich jetzt schon Gelegenheit habe, möchte ich dir, Linda, zwei, drei Fragen stellen. Ich sehe, du hast das Mikrofon, glaube ich, geschaltet. Ich glaube. Ich möchte dich fragen, warum bist du so ein grosser Fan von der Ringerige Herbiswil? Ja, weil mein Vater hat auch früher bei der RRH Ringer auch gerungen und auch gut gesehen und auch ein paar Schweizer Meistertitel holen können. Super, ja. Das wird stimmen. Was gefällt dir besonders beim Ringen? Also, es ist immer etwas los und auch immer spannend und auch der Kampf Mann gegen den Mann, dass sie Kräfte messen können. Ja. Was meinst du zum neuen Trainer? Ja, es gibt sicher auch neue Inspirationen und ich denke auch, dass wir mit ihm auch noch ein paar Schweizer Meistertitel werden holen. Ja, das ist gut. Hast du mir gerade eine Frage vor der Weg? Ich glaube, ich darf dich schon fragen. Hast du einen Lieblingsringer? Also, ja, es sind eigentlich alle Lieblingsringer von mir. Das ist eine ganz gute Antwort. Das hätte auch gegeben. Warum sind unsere Ringer so gut? Was meinst du? Weil sie mit Herzblut und Leidenschaft kämpfen. Super. Ich möchte dir herzlich danken für das Interview. Wir möchten dir noch ein Geschenk übergeben. Wir möchten Renate und Sanna bitten, dir noch ein Geschenk zu übergeben. Das sind ja aktuelle Fanartikel auf unserer Ringerriege. Jetzt, Linda, wir hoffen, du könntest noch. Nein, ich bin nur da. Wir hoffen, du könntest noch recht manchmal an den Ringermatch. Und wie du gesagt hast, als Zerbiswil noch manchmal Schweizer Meistertitel dürfen einfahren. Damen und Herren, es freut mich ganz besonders, dass ich euch heute oben darf begrüßen zum Ehrungsanlass 2016. Ganz besonders begrüßen möchte ich Vertreter von der Presse. Heute oben sind da für das Herbiswilerleben und für den Wilsauer Bund der Peter Haufenstein. Er tut wie gewohnt auch in den letzten Jahren sehr professionell und immer wunderbar formuliert für uns in den Medien wieder Berichterstattung. Nicht weniger freut es mich, dass Telenapf, der Werner Kost, auch wieder bei uns ist, heute oben die Ehrungen, den Anlass aufzeichnen und dann im Telenapf wiedergeben. Liebe Sportlerinnen und Sportler, geschätzte Damen und Herren, die in der Kultur oder sonst irgendjemand sich engagieren und erfolgreich sind, werte Gäste,
herzlich willkommen. Leider haben sich für heute oben auch einige Leute müssen entschuldigen. Allen voran hat sich der Herr Guido Graf, Regierungsrat vom Kanton Luzern, müssen entschuldigen. Dann der Herr André Gigli, Dirigent der Jugendmusik, wie auch der Herr Remo Freiburghaus, Dirigent der Musikgesellschaft Herbiswil. Diese Personen haben sich für heute Anlass entschuldigt. Wie gewohnt, möchte ich gerade loslassen und ich bitte immer die Leute, die ich ablese, möglichst speditiv aufzustehen und auf die Bühne zu kommen, dass wir einen reibungslosen und raschen Ablauf haben heute oben. Anfangen ich mit dem, der natürlich wahnsinnig beweglich ist, wie eine Feder von der Ausnahme hier vorne. Als erstes darf auf die Bühne den Loris Müller, dann den Lukas Peter, Martin Grücker, Patrick Rölli, Marco Odl, Raphael Kaufmann, Thomas Wiesler, Werner Zupfiger, Thomas Zupfiger und zu guter Letzt der Präsident von der Ringerin, Herbiswil, der Dani Stadlmann. Der Loris Müller ist souverän Dritter geworden an der Schweizer Meisterschaft Jugend A im Greco-Stil in Martini bis 35 Kilo. Dann der Lukas Peter, er hat den sensationellen zweiten Rang an der Schweizer Meisterschaft Jugend A im Freienstil in Brunnen bis 59 Kilo. Der sehr gute dritte Rang an der Schweizer Meisterschaft Jugend A im Greco-Stil ist Martini ebenfalls mit 59 Kilo gewonnen. Dann Martin Rüther, einer, den wir immer wieder vorne haben, sehr guter dritter Rang an der Schweizer Meisterschaft Junioren Greco in Duggen über 74 Kilo. Da würde ich das gar nicht geben können. Der Mann, der sich wahnsinnig entwickelt hat, in den letzten Jahren grossen Fortschritt gemacht hat, der Patrick Rölli. Auch er mit zwei Medaillen in der letzten Saison. Zweiter Rang an der Schweizer Meisterschaft Junioren Freistil im Feld über 55 Kilo. Und der sehr gute dritte Rang an der Schweizer Meisterschaft aktiv Freistil bis 57 Kilo. Er hat richtig gehört, eine Medaille in der aktiven, obwohl er noch Junior ist. Herzliche Gratulation. Dann ein Mann, der alle Jahre davor steht, ausser er sich verletzt, aber selbst der letzte Mal noch, der Markus Odl. Er hat in der letzten Saison gerade zweimal eine Silbermedaille gewonnen. Und zwar ist er Zweiter geworden an der Schweizer Meisterschaft Aktiv Greco in Willisau über 71 Kilo. Und dann ebenfalls den zweiten Rang an der Schweizer Meisterschaft Aktiv Freistil in Muri über 70 Kilo. Raphael Kaufmann, der technische Leiter der Ringerin Herbiswil, geht mit einem guten Beispiel voran. Dritte Rang, letztes Jahr an der Schweizer Meisterschaft Aktiv Greco in Willisau über 80 Kilo. Nicht hier ist Thomas Wiesler, das Resultat sehen Sie eingeblendet. Dann weiter einer, der ebenfalls immer da vorne ist, der Werner Zumpiger. Zweiter Rang, Schweizer Meisterschaft Aktiv Greco in Willisau über 98 Kilo. Ihr könnt natürlich auch vom Schwingen her nicht nur überbringen, hervorragend ein Resultat braucht. Ihr hättet immer jemanden über die Zeit gelesen. Selbstverständlich hoffen wir alle, dass wir ihn in der nächsten Saison wieder auf der Matte sehen. Er hat ja eine Auszeit genommen in der letzten Saison. Vielleicht ist das genau der Punkt, der gefällt hat, zum Schweizer Meister werden. Aber ich bin überzeugt, dass wir in der laufenden Saison dann nachkommen. Dann ein Mann, der uns immer sehr grosse Freude macht,
Alle anderen haben uns selbstverständlich auch Freude. Aber wenn er auf der Matte ist, dann bin ich einfach immer überzeugt, der gewinnt. Schon wenn er auf die Matte kommt, er kommt da rein, steht her und sagt, komm wieder mal. Und dann kommen sie mal und dann einfach nichts hören an ihm. Selbstständige, die wollen dann an die Olympiade, wollen halt dann drauf eingehen und verlieren die Kämpfe. Und darum hat er am letzten Jahr zwei Medaillen gemacht an der Schweizer Meisterschaft. Er ist Zweite geworden an der Aktiv Greco in Wingsalden, 85 Kilo. Obwohl er dann nicht alles andere, wenn die Gesundheit ein gutes Weg ist, ist er wieder Zweite geworden. Dann souverän Erster geworden an der Schweizer Meisterschaft Aktiv Freistil in Muri über 86 Kilo. Herzliche Gratulation. Für das alles Ringen, die Einzelmeisterschaften bestritten haben. Und sie bilden dann auch einen grossen Teil von dem erfolgreichen Team von der Ringerriege Hergiswil. Sie sind alle hier dabei. Die Jüngsten natürlich vielleicht noch nicht gerade in der Nationalliga A, der ersten Mannschaft, aber das wird ja Zukunft sein. Aber nur dank Athleten, die sich derart engagieren, trainingsfleissig sind, auch Einzelmeisterschaften bestritten, ist es möglich, dass man so ein starkes Team auf der Matte hat. Und da hat die Verantwortung natürlich der Dani Stadelmann als Präsident, der schaut, dass er einen guten Stab hat, einen guten Trainer hat. Und Linda hat es ja vorhin gesagt, zu der Frage zum Trainer, sie ist eben sehr, sehr diplomatisch gesehen. Sie könnte den fast übernehmen, weil die Haare sind etwa gleich lang von Linda, die vom Trainer. Also, Ringerriege Hergiswil hat wiederum ganz eine erfolgreiche Saison gehabt. Sie hatten den ersten Rang an der ZRV Jugendmannschaftsmeisterschaft 2015. Also ZRV, das ist der Zentralschweizerische Ringerverband und in diesen Club macht man eine interne Meisterschaft und dort hat die Nachwuchsmannschaft von Hergiswil gewinnen. Dann ganz erfolgreich ist man wiederum gesehen am Swiss Cup, man hat dort den zweiten Platz in Rapperswil können erringen und im Swiss Cup kommen immer auch Nachwuchsringer zum Einsatz und das ist eine ganz gute Plattform und die Gelegenheit, dass sich die Jungen wieder auch zeigen können und dann auch so ein bisschen gegen andere die Luft schnuppern von der ersten Mannschaft. Dann, alle wissen es, der hervorragende, wirklich ausgezeichnete zweite Platz in der laufenden Mannschaftsmeisterschaft von der letzten Saison in der Hutter Premium League, die Silbermedaille gewonnen hat. Ich sage das ausdrücklich, wir haben die gewonnen, nicht verloren. Das ist eine ganz tolle Mannschaftsleistung in der ganzen Saison. Herzliche Gratulation euch allen für die tolle Leistung. Ihr dürftet jetzt wieder an Platz. Herzlichen Dank, dass ihr da seid und viel Glück in der Zukunft bei euren Wettkämpfen. Prima, als nächstes darf ich auf die Bühne bitten den Meinrad Jost, den Marcel Wermelinger, den Karin Odermatt, Franz Roos, Judith Arecker. Und die Gruppe, die jetzt davor steht, macht uns jedes Jahr ganz viel Freude mit ihrem tollen Resultat, das sie im Namen der Nachholzspalter Hergiswil immer wieder rausholzen oder fräsen. Alle zwei Jahre können sie die Schweizer Meisterschaft hier zu Hergiswil organisieren. Ein kleiner Verein, aber sehr ein aktiver Verein. Die werden das sehr gut, hochprofessionell organisieren und sie werden auch gut trainieren. Sonst hätten wir nicht jedes Jahr die tollen Resultate von diesen Leuten. Ich fange an mit dem Meinrad Jost. Der Meinrad hat in der letzten Saison dreimal aufs Podest. Er ist erst geworden an der Junioren Schweizer Hand- und Waldsägenmeisterschaft in Eschi-Ried. Er ist ebenfalls erst an den Junioren Holzballtreffen im Forsthaus Rüderswil. Und er ist dritt geworden an der Junioren Schweizer Holzballmeisterschaft in Kärnten. Herzliche Gratulation, Meinrad.
denken, wenn ich die Resultate so lese, dann wird der Grünstobensholz immer gespalten sein. Marie-Therese kann nur noch anlegen. Dann zum Nächsten, der Marcel Wernerlinger. Auch er, ein Nachwuchs, Hoffnung, ein Talent. Er ist Zweit geworden an der Junioren Schweizer Hand- und Wahlsägermeisterschaft in Eschwiller. Herzliche Gratulation zu dem schönen Erfolg. Dann kommt zu den Routinier, der Kali Odermatt, auch er nicht das erste Mal davor. Er hat letztes Jahr zwei dritte Rennen feiern. Er ist dritt geworden an der Senioren-Holzspalt-Meisterschaft und im Holzspalt-Treffen im Forsthaus Wilderswil. Und er ist dritt geworden an der Senioren-Schweizerischen Holzspalt-Meisterschaft in Kärnten. Herzliche Gratulation, Kali. Der Mann, der auch jedes Jahr ganz, ganz erfolgreich ist, immer öfter uns hier beehren mit seinem Besuch am Ehrungsanlass, das ist der Franz Ross. Der Franz hat letztes Jahr wieder drei von den Restplätzen gehabt. Er ist Zweit geworden an der Schweizerischen Hand- und Waldsägermeisterschaft Eschwiller. Er ist ebenfalls Zweit geworden an der Elite- oder am Elite-Holzspalttreffen im Forsthaus Wilderswil. Und er ist Erst geworden an der Elite-Holzspaltmeisterschaft in Kärnten. Herzliche Gratulation. Wenn sie nicht springt oder Velo fährt, dann sie Holzspalten und ist auch dort auf dem Podest. Wer könnte das sein? Julie Garecker. Sie hat letztes Jahr, ich glaube, das ist schon Rennen gestartet, aber das lernt ihr ja für das Podest. Sie ist nicht ganz souverän gerettet worden an der Schweizerischen Holzspaltmeisterschaft in Kärnten. Herzliche Gratulation, Julie. Ich wünsche euch in der Zukunft ein Haufen stolzes Glück, ein Haufen schnelle Zeiten beim Spalten und beim Sagen. Und vor allem, was mir auch sehr Freude macht, ihr habt junge Leute dabei, wie wir das auch schon in der Ringe gesehen haben. Also die Vereine leben, da kommt gutes, junges, Nachwuchs, Talente und Material und da noch. Herzliche Gratulation euch und macht weiter so, trainiert fleissig und gewinnt Preise. Dieser Bericht hat nur dank dem kulturellen Engagement von der Raiffeisenbank Hergiswil realisiert werden können. Ein recht herzliches Dankeschön.